guten Schuss. Na klar, die letzte will nicht rein ins Schwarze. Miriam Gössner, nochmal so wie eben, am besten noch einen Treffer mehr. Na, auch hier bleibt die letzte Scheibe stehen, ähnlich wie Tora Berger das gezeigt hat. Auch sie muss in die Strafrunde. Schade für Miriam Gössner. Im Training, da zeigt sie es immer wieder, dass sie es auch kann. Da schießt sie die ein oder andere Nullserie. Aber in die Rennen, da kann sie es einfach nicht reinbringen. Andrea Henkel. Jawohl, 5 Treffer. Nadine Horchler schon 3. Jetzt der 4. Und auch sie trifft wieder alle 5 Scheiben. Also, da haben wir sie im Bild. Die 25-Jährige aus Mittenwald. Ich habe es angesprochen. Bester Saisonstart hier. Gestern diese 13. Position im Sprint. Ihr bestes Ergebnis im Weltcup überhaupt. Und sie hat einmal schon einen Teil zumindest der WM-Norm geschafft. So, Tina Bachmann. Und wir sehen es unten rechts. Nadine Horchler auf dem 17. Rang. Auch sie momentan noch weit weg von der WM-Norm. Zweimal beste 15, einmal beste 8. Das ist das Maß. So, momentan fehlen uns noch die Scheiben. Sie hat einen, 2 Fehler geschossen bis jetzt. Oh. Ah, hier sieht man es. Dann hat sie reagiert, weiß nicht jetzt, wo gehen die Schüsse tatsächlich hin. Caroline Hennecke parallel, trifft alle 5 Scheiben, aber es funktioniert einfach nicht bei Tina Bachmann. Sie schafft es nicht, wirkte beim Pressegespräch vorgestern auch ganz zuversichtlich, sagte, ich kriege das schon in den Griff. Wir haben viel trainiert, wir haben hart trainiert, ich muss mich reinfummeln in diese Saison. Aber diese Schießleistungen, die sind schon schwierig für sie. Das nimmst du mit dem Kopf und trägst das ins nächste Rennen. Bin sehr gespannt, wie die Staffelaufstellung für morgen aussehen wird im deutschen Team. Ja, da gibt es Verwirrungen. Ja. Wer darf wohin? Wer darf wie schießen? Und jetzt sind alle Stände belegt. Mhm. Der Kampfrichter hinten schaut auch, ja, weiß nicht, was er tun soll. Jetzt geht sie weiter vor und schießt. Normal müsste aufgereiht werden. Sie hat das Gewehr oben gehabt. Hat jetzt den nächsten freien Stand gewählt. Weiß nicht, wenn jetzt aufgereiht wurde und hinten alles belegt war, dann hat sie es richtig gemacht. Man hat jetzt nur den Ausschnitt gesehen. Man hätte jetzt eine Gesamtübersicht sehen müssen, um das besser einzuschätzen. Aber viel kann ihr nicht passieren. Na, aber wenn die Rennen ebenso eng sind, wir sehen hier nochmal den Stand nach dem 2. Schießen. Meckereien, also vor Solendal und Marie-Dorin Aber, Vita Semerenko und Tora Berger momentan 5. Daya Domracheva auf dem 6. Rang. Es kann schon mal passieren, dass vielleicht ein Stand fehlt, dass es dort einen Stau gibt, wenn die Athletinnen und Athleten so eng beieinander sind. Dann gibt es für die, die stehen bleiben, eine Zeitgutschrift. Ja, also wenn alles aufgefüllt ist, dann wird einfach gestoppt und die Zeit kriegt man im Anschluss gut geschrieben. So, während wir hier Tina Bachmann in der Strafrunde sehen, 3-mal, das haben wir gesagt, schade für sie. Lassen wir sie einen Moment mit den Bildern allein. Und zurück ins Rennen. Miriam Gössner haben wir kurz gesehen, die jetzt hier durch die Zeitnahme gelaufen ist. 10. Rang, 1,16,8. Ja, super Play, klasse. Jawohl, auf geht's, hauber, hauber. Komm und gleich ran hier. Auf geht's, hopp. Als 9. gestartet, aber der Rückstand ist schon enorm, eben durch diese Schießfehler, durch die Strafrunden, die dazukommen. Und da haben wir die einsam führende Kaiser Meckereinen eindrucksvoll. Bisher ihr Rennen sehr sicher am Schießstand, ohne Fehl und Tadel. Und die schnellste ist sie ohnehin, also locker kann sie es nicht anstehen, das weiß auch sie. Aber sie ist in einer komfortablen Situation, ganz klar. Ja, man sollte jetzt nur die Abläufe machen, die man auch im Training macht, nicht versuchen, irgendwas ganz Besonderes zu tun.
Das weiß sie aber selbst, sie ist erfahren genug. Aber jetzt kommen die zwei Anschläge, die nochmal alles durcheinander wirbeln können. Das Stehenschießen ist tendenziell hier an diesem Schießstand natürlich noch schwieriger als das Liegenschießen. Mal schauen, was passiert. Oh, weit. Da war nichts Schwarzes im Zielbild. Oh, Glück gehabt. Glück, ja. Glück. Große Streuung. Ja. Also, zwei Strafrunden für Kaiser Mäkerainen. So, das wird sie hier noch registriert haben. Synnøve Solemdal. Die junge Frau aus Lillehammer. Aber auch sie ganz alleine hier am Schießstand. Das waren 50 Sekunden, die Kaiser Mäkerainen Vorsprung hatte. Das sind fast zwei Strafrunden. Ja. Er schießt schnell. Also Respekt. Super Leistung von Synnøve Solemdal. Unglaublich schnell geschossen. Da hat sie noch ein paar Sekündchen sich zusätzlich reingeholt. Zora Berger. Und hier haben wir Miriam Gössner. Berger wieder mit Strafrunde. Gössner, drei Treffer. Oh, oh, oh. Gut, das ist gut gegangen. Viel Bewegung im ganzen Mädel. Ja. Und am Ende geht es dann einmal schief. Andrea Henkel, drei Treffer. Ganz oben die Scheiben von Nadine Horchler. Auch nicht abstehen. Auch hier ist es die letzte. Wie bei Berger, wie bei Gössner, so auch bei Henkel. Ja, super. Auch hier wieder. Ah, sie ist für mich auch eine Kandidatin für morgen, für die Staffel durchaus, wenn sie sich so präsentiert, Nadine Horchler. Und hat hier die Chance, mit einer Platzierung unter den besten 15 sich für die WM-Norm zu erfüllen. Das wäre richtig klasse. Und Miriam Gössner raus und zurück auf der Strecke. Es bleibt bei der 10. Position. Unter einer Minute jetzt wieder der Rückstand. 56,6 Sekunden, um genau zu sein. Danach Horchler, dann Henkel. Sehr schön. Nadine Horchler macht hier ihre Sache wirklich gut. Schon gestern hat sie eine deutliche Steigerung zusammengebracht gegenüber Östersund. Ein sehr erfreulicher 13. Platz. Das ist vielleicht ein wenig untergegangen. Aber das ist eine tolle Leistung für sie. Und sie kann sich im Augenblick da ganz gut halten. Ja, sie ist eine, die dem Biathlon alles unterordnet, richtig engagiert ist und jetzt natürlich die Möglichkeit sieht, hier sich festzubeißen im Team der deutschen Mannschaft. Caroline Hennicke, natürlich mit ähnlichen Ambitionen. Jetzt muss sie nochmal ganz neu anlegen. Zwei Fehler, zwei Strafrunden. Für Caroline Hennicke. Gestern zwei Fehler auch im stehenden Anschlag. Da hat sie das Liegenschießen noch gut absolviert. Und hier schauen wir auf Miriam Gössner. Ja, die einen guten Rhythmus eigentlich geschossen hat. Nicht zu schnell, sauber. Und hier der vierte, da hat sie schon arg kämpfen müssen. Ging aber noch mal gut. Leider der letzte. Das sieht man schwierig. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, wo der hingegangen ist. Aber 1-1-1, ihr Ergebnis, ja, wer einen Fehler schießt, der kann auch null schießen. Ja, ja, völlig klar. Und ich habe den Eindruck, dass sie bei diesen drei Schießeinlagen heute wirklich sehr, sehr versucht, bewusst zu schießen. Sehr in Ruhe das alles tut. So, nochmal Tina Bachmann. Drücken wir ihr die Daumen, dass es mal besser geht. Dass sie ein Erfolgserlebnis hat. Ach, wieder sind es zwei Runden. Es will ihr einfach nicht gelingen. Das war sicher ein Schuss von Kaiser Mäkerainen. Ja, vorhin, der war so weit links tief. Da das war kein Schwarz mehr im Zielbild im Moment des Abziehens. Das hat Sermann ohne Fernglas sogar, wie man dem Zuschauer hier angesehen hat.
Und wir sind hier zurück vorne an der Spitze, Synnøves Solemdal und direkt dahinter Kaisa Mäkäräinen, die die Lücke, die kleine, wieder zugelaufen ist. 7,3 Sekunden war der Rückstand, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und jetzt ist sie wieder dran. Auf der vorletzten Runde. Insgesamt 10 Kilometer zu absolvieren, haben wir da ja Domracheva. Und mit der 10 dahinter Maridon Aberg. Hat sich wieder zurückgekämpft. Aya Domracheva war ins Mittelfeld abgerutscht. Jetzt ist sie wieder da. Und da ist noch alles drin für sie. Das ist weniger als eine Strafrunde. Ein Schießen kommt noch. Vita Simarenko. Und hier haben wir Tora Berger. 3 Siege in der vergangenen Woche. Auch gestern hier im Sprint wieder auf dem Podium, also bei jedem Rennen in dieser Saison. Und heute muss sie drum kämpfen. 46,7 Sekunden ihr Rückstand, siebter Platz im Moment. Und Kaisa Mäkäräinen macht das richtig. Sie versucht jetzt nicht Solemdal unter Druck zu setzen, denn sie weiß, Solemdal ist eine gute Schützin. Und Kaisa Mäkäräinen darf auf keinen Fall unter zu großer Belastung am Schießstand stehen. Sie wird jetzt auch warten und versuchen, dass ich eben möglichst wenig Belastung schießen kann, dass ich also nicht übersäuert bin, dass ich genügend Konzentrationsfähigkeit habe, hier sauber zu arbeiten. Sonst hat sie keine Chance. Solemdal ist eine gute Schütze. Ja, und diese Rennsituation lässt das eben zu. Sehr früh hier, dass Kaisa Mäkäräinen die Brille hochnimmt. Jetzt kommen sie gleich dort hinten herauf. Haben wir die Windverhältnisse. Wir haben es in den Tagen hier schon angesprochen. Nicht so ganz leicht, dieser Schießstand hier von Hochfilzen. Und Miriam Gössner läuft hier vorbei an dieser Dreiergruppe, die von Tora Berger angeführt wird. Überholt. Ja, läuferisch ist sie einfach auch in einer guten Form. Vielleicht geht es auch Tora Berger heute nicht ganz so gut. Ja, Miri ist nicht so herrlich. Ja, Miri ist super. Ja, Riesenkompliment an die junge Norwegerin gegen die starke Kaisa Mäkäräinen. Sich so hinzustellen, die hier richtig Probleme hat, muss zweimal in die Strafrunde. Jetzt kann sie noch vom Podest fallen. Daya Domracheva, Marie-Dorin Aberg und Synnøve Solemdal. Die ist jetzt nach vorne weggeeilt. So, eine Strafrunde konnte sie quasi aufholen, in Anführungszeichen. Daya Domracheva, die Chance nochmal für mir. Nein, geht schief. Gleich die erste geht noch daneben. Dora Berger mit 5 Treffern. Ja, gut.